Hallo, ich bin Svenja Peter vom Deutschen Vertrieb. Auch dieses Jahr ist schon wieder auf den DLG-Feldtagen und mit meinen Kollegen möchte ich euch heute mal zeigen, was wir hier alles machen. Ich würde sagen, wir fangen bei Henning an, er wird uns ein bisschen was über die Feldspritzen erklären. Kommt doch einfach mal mit. Ja, Svenja, hallo. Herzlich willkommen hier auf den DLG-Feldtagen. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir ein paar Punkte über unseren Selbstfahrer, den R4050i, erzählen. Wirklich unser absolutes Spitzenmodell, ausgestattet mit einem 36 Meter Carbonfasergestänge. Carbonfaser ist ein Material, was hochfest ist. Es ist sechsmal stärker als Stahl, aber es ist deutlich leichter. Ja, wir sparen hier 800 Kilo an Gewicht ein. Die Einsparung können wir einfach als Mehrvolumen im Ölbehälter mitführen, sodass du deutlich länger mit der Maschine noch unterwegs sein kannst, um deine Spritzarbeit zu verrichten, bevor du wieder nachfüllst. Okay, ich bin eben schon mal ein bisschen um die Maschine rumgegangen. Da habe ich was von Power Spray gehört. Was ist denn das? Power Spray würde ich dir gerne erzählen. Ich denke, wir gehen mal ein bisschen weiter. Gerne. Jetzt ganz neu bei Power Spray ein Pumpensystem, was aus zwei Kreiselpumpen besteht. Eine sehr, sehr große Befüllpumpe mit 1200 Liter Kapazität, die auch selbst ansaugend ist. Und wir haben dann eine große Spritzpumpe mit 1000 Liter, sodass du hier wirklich enorme Leistungen hast, die du abrufen kannst beim Befüllen, aber auch ganz klar beim Spritzen. Du hast aufwendige Mischung, die du fährst. Dort musst du natürlich viel einspülen. Das heißt, du willst die Kanister sauber reinigen, du brauchst einfach Zeit an der Einspülschleuse. Und dort haben wir ein wirklich super Feature hier bei der Maschine verbaut. Das ist die aktive Befüllpause. Das heißt, du drückst hier einfach die Taste 8. In der Zeit läuft die Pumpe weiter und du hast dann Klarwasser hier an der Einspülschleuse anliegen. Bedeutet für dich hohe Leistung, aber auch viel Komfort beim Befüllen der Maschine. Super, danke. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf den DLG-Feldtagen. Ich schaue jetzt nochmal beim Lenksystem bei Max und Steffen vorbei. Ja, vielen Dank, Svenja. Ich bin jetzt im Lenksystembereich. Was macht ihr denn hier? Wir zeigen die traktorintegrierte aktive Anbaugerätesteuerung hier. Das System haben wir zur letzten Agritechniker vorgestellt, sind dabei auch mit der Silbermedaille ausgezeichnet worden. Besonderheit daran, wir haben hier das in den Traktor integriert, und zwar in die Unterlenke. Wir können die Unterlenke ansteuern und damit das Anbaugerät verschieben. Zusätzlich haben wir hier Kamera und GPS-Empfänger auf dem Anbaugerät platziert. Dadurch kann der Traktor bis zu 16 km/h schnell fahren und akkurat hacken. Wir sind mit dem System also doppelt so schnell und immer noch genau und das den ganzen Tag. Ich habe euch eben mal freihändig fahren sehen. Genau, das ist die sogenannte Autotrack-Wende-Automatisierung. Das heißt, dass man am Vorgewende nicht nur die ITAC-Sequenzen automatisch ablaufen lassen kann, sondern dass der Trecker auch automatisch wendet. Und ohne die Hand am Lenker zu haben. Willst du mir das auch mal vor? Ja klar. Na, dann mal los. Mal also der große Vorteil von diesem neuen Autotrack-Wende-Automatisierungssystem ist, dass wir es mit dem bereits bekannten Vorgewende-Management-System ITAC kombinieren können und dass die Einrichtung anhand von wenigen Parametern erfolgt und wir so halt in wenigen Schritten das System startklar machen können und dann mit dem Druck auf den Autotrack-Aufnahmeschalter aktivieren können und dann völlig freihändig sowohl auf dem Feld als auch im Vorgewende fahren können. Ich bin jetzt bei meiner Kollegin der Ninja. Die wird uns jetzt das Lenksystem, was wir eben draußen gesehen haben, mal zeigen, wie wir das vernetzen können. Hey Svenja, du siehst hier im Hintergrund die unsere Einsatzzentrale. Wie du hier siehst, siehst du deine Felder, du siehst deine Maschinen und von hier aus kannst du diese auch bearbeiten. Das heißt, du kannst deine Maschinenversätze einlegen, du kannst deine Feldinformationen einpflegen, deine Spuren managen, kreieren, das alles direkt an die Maschine schicken und direkt mit der Arbeit loslegen. Du kannst auch alles das, was die Maschine macht, natürlich zurückbekommen an Informationen. Das heißt, du siehst, wo die Maschinen langfahren, wo waren sie die letzten 60 Tage. Die Ertragsdaten, alles, was du geerntet hast, was du dokumentiert hast auf der Maschine, kannst du hier einsehen. Und du weißt immer gleich, was bei dir auf dem Hof los ist. Super, danke dir. Wir sind jetzt im Bereich DLG Spezial, Gülle und Gerreste. Und hier präsentieren wir unseren neuen Harvest Lab 3000 Sensor. Und jetzt bin ich bei meinem Kollegen Steve, der mir das jetzt mal ein bisschen genauer vorstellt. Sehr gern. Der Harvest Lab 3000 hat unseren über viele Jahre bekannten Harvest Lab Sensor ersetzt. Anwendungsgebiete sind die gleichen, wie der alte Sensor auch schon konnte. Trockensubstanzbestimmung und Inhaltsstoffbestimmung auf dem Feldwechsler.
und somit kenne ich die Qualität meiner Silage, wenn es in die Biogasanlage geht oder einfach nur zum Qualitätstracking für die Fütterung der Kühe. Mhm. Das ist der zweite Anwendungsfall und der dritte natürlich, weil wir finden uns ja auf dem DLG Spezial Kühlung und Gärreste, Inhaltsstoffbestimmung in organischem Dünger. Stickstoff, Phosphor, Kali, Ammonium, Trockensubstanz. Das Volumen wird vom Fass geliefert, kann auch mit dokumentiert werden und wird dann natürlich auch im Display dokumentiert und kann in die Einsatzzentrale geschickt werden. Wow, kannst du mir dann noch erklären, für was das Füllrohr da ist? Das zeigt unseren Harvest Lab 3000. Das Rohr stellt schematisch die Druckleitung von einem Güllefass dar, wo der Sensor in den Flussstrom hineinschaut und dann die Inhaltsstoffe misst. Und basierend auf den gemessenen Inhaltsstoffen verändert der Traktor dann zum Beispiel seine Vorfahrtgeschwindigkeit. Super, danke. Wir zwei sehen uns später und ich schaue mir jetzt noch mit unseren Kunden den Parcours mit den Feldspritzenvorführungen an. Ich hoffe, euch hat der Tag genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass wir uns in 2 Jahren auf den nächsten DLG-Feldtagen wiedersehen. Macht's gut! Tschüss!